Was geht ab, meine Seafighter Osiria, und wir haben nun die Karten. Wir haben nun alle Informationen zu dem neuen AGL LR Super Saiyan 4 Goku und dem Strength LR Super Saiyan 4 Vegeta. Und ich habe es vorhin mit meinen Jungs, als wir noch unterwegs an den Film geguckt haben, habe ich noch vorhin gesagt, ey, ich denke, sie werden die Typen vertauschen bei FIFA Goku und Vegeta. Und das haben sie tatsächlich gemacht. Wir werden uns heute dementsprechend, Freunde, alle Informationen und Details zu den beiden neuen LR ansehen. Aber auch zu gewissen neuen Charakteren, die ihr hier seht. Eine Sache außen vorweg. Das Datum, was hier dran steht, stimmt nicht, denn wenn wir das quasi umkonvertieren auf die deutsche Uhrzeit, dann ist es immer noch der 30. Januar, aber im Spiel selbst steht da dran der 31. japanische Uhrzeit, also es ist trotzdem noch frühestens Mittwoch, 30. Januar, 16 Uhr bei uns. Indem ihr das Ganze anseht, könnte es vielleicht sein, dass wir die genauen Daten haben. Falls dem so ist, werde ich es auf jeden Fall bei mir auf dem Twitter-Channel posten, @dokanbattle.de, und quasi auch in den Kommentaren anpinnen. Ansonsten müssen wir noch quasi warten auf ein genaues Datum. Genau. Jedenfalls, Freunde, gucken wir uns mal ganz kurz die ganzen Charaktere an. Wir bekommen einen neuen Super Saiyan 4 AGL Goku. Das ist eine SR-Version. Wir brauchen dann 35 neue Medaillen, um ihn zu awaken zu seiner TOR-Version. Und dann brauchen wir 35 von den neuen Super Saiyan 4 Goku, Dokkan Event oder Stage 3, sag ich mal, und dem alten, um ihn zu seiner LR-Version zu awaken. Wir werden uns gleich alle Informationen und Details dazu ansehen. Selbes gilt für Vegeta, angefangen bei der SR-Version. 35 Medaillen von dem neuen Dokkan Event oder von der neuen Stage von Super Saiyan 4 Vegeta und dann 35 jeweils von dem neuen und von dem alten, und dann wird er zum LR Strength Super Saiyan Vegeta, natürlich beide für Super Types hier an der Stelle. Wir haben dann noch ein Rebirth, beziehungsweise ein Dokkan Awakening, für den AGL Trunks GT mit den 35 neuen Dokkan Event Medaillen. Dann kann man den quasi Dokkan Awakening von dem Vegeta Stage und dieser physisch Goku quasi Gegenspieler. Da brauchen wir 35 Medaillen aus dem neuen Super Saiyan 4 Goku Event. Und so haben wir dann noch quasi ein Awakening für den Boy hier, für den Super AGL Super Saiyan 2 Angel Goku. Da brauchen wir die 7 Medaillen aus dem Hero Extermination Plan Event. Bei Majin Vegeta sind das die 7 Majin Vegeta Medaillen, die wir brauchen, um ihn zu awaken. Bei dem Kaioken Goku sind das die Kaioken Goku Medaillen, die wir brauchen aus dem Hero Extermination Plan Event. Und bei dem physisch Vegeta hat auch ein Rebirth bekommen, sorry. Brauchen wir 12 Strike Event Medaillen. So, die Sache ist aber folgendes, Freunde, wegen den Uhrzeiten. Die Charaktere, die ein Rebirth bekommen, ihre Uhrzeit ist für den 30. Januar 20.30 Uhr unserer Zeit gesetzt. Das ist schon eine realistischere Uhrzeit, dass quasi die Charaktere, also die Charaktere, schätze ich ein, dass die um 20.30 Uhr kommen. Ob dann die anderen hier kommen, das ist auf jeden Fall nur noch, das ist auf jeden Fall erstmal nur ein Platzhalter wegen dem Datum. Wann sie kommen, wie gesagt, wissen wir nicht, aber könnte vielleicht sein 30.20.30 Uhr, weil das ist schon ein realistischeres Datum, dass die solche Charaktere abends droppen. Wie gesagt, die einen Rebirth bekommen, Bio Rebirth heißt quasi, dass die Shattering Limit bekommen, Dokkan Awakening, wissen wir, Fierce Battle, die kommen, wie gesagt, laut dem, was hier steht. Ich glaube nicht, dass es für die ein Platzhalter ist. Ist der 30. Januar 20.30 Uhr unserer Zeit. Die anderen müsst ihr eben betrachten und uns noch abwarten, Freunde, wann genau die erscheinen werden. Aber ich sag einfach mal demnächst. Jedenfalls gucken wir uns mal die ganzen Informationen und Details zu den zwei neuen Charakteren an. Zum einen auf der anderen Seite, beziehungsweise auf der einen Seite den LR AGL, Super AGL, Super Saiyan 4 Goku. Und zwar, ich würde sagen, Freunde, wir gucken uns erstmal alle Informationen und Details von den ganzen Charakteren an. Ich sage ein, zwei Sachen dazu und dann gucken wir uns im Endeffekt noch die ganzen Animationen an von den Superdecks und von ihren Active Skills, denn die beiden neuen LR-Karten haben ein Active Skill, keine Transformation, aber dafür die neuen Active Skills, sage ich mal. Jedenfalls, die das Skill von dem neuen Super Saiyan 4 Goku von dem LR ist, ergibt der Gokus Lineage-Kategorie, Goku-Family-Kategorie, Ki plus 3 auf HP und Attack 170%, auf die Verteidigung 130% oder Super AGL-Charakteren Ki plus 3 HP, Attack und F 120%. Erste Sache, finde ich ein bisschen schade, dass kein Dual Leader Skill ist. Ist der noch nicht zu unterschätzen, kann man auf jeden Fall sehr viel machen mit dem Leader Skill. Also haben sie quasi gemacht wie Trunks Sumai, sage ich mal. Trunks Sumai, die geben auch eine Kategorienboost und dann einen Typen. Super Attack 12 Key tut massively die Verteidigung erhöhen um eine Runde und macht Colossal Damage, und die 18 Key Super Attack, die Ultra Super Attack, erhöht massively Angriff und Verteidigung für eine Runde und macht mega Colossal Damage. Merkt euch das erstmal, ich sag's jetzt schon mal, massively ist 100%, eine Steigerung von 100%. Passive ist folgendermaßen: auf den Angriff hat Son Goku oder Kakarot Super Saiyan 4 Goku hat er immer 80%. Auf die Verteidigung bekommt er 20% jedes Mal, wenn eine Runde anfängt, beziehungsweise wenn er in eine Runde kommt, das Maximum ist 80%. Heißt, Angriff hat er immer, Verteidigung baut er auf. Wenn er viermal reinkommt, hat er auch die volle Verteidigung. Er bekommt aber jedes Mal Ki plus 2 zusätzlich dazu, wenn seine Ki erhöht wurde mit AGL oder Rainbow Orbs. Wenn ich gehe davon aus, wenn man beide einsammelt quasi, wenn Pfad ist mit AGL und Rainbow Orbs, dann zählt das auch dazu, sage ich mal.
Es muss einfach nur ein Argel oder Rainbow Orb sein und pro Argel oder Rainbow Orb, den er einsammelt, bekommt er zusätzlich Key plus 2. Heißt, auf die Ultra Super Attack wird der verdammt nochmal leicht kommen. Merkt euch das. Zudem hat er eine Medium Chance, gegnerische Super Attacks zu kontern und ja, zu dodgen und zu kontern, sage ich mal. Mit Tremendous Power, das sind 30%ige Chance, dass er es dodgt und dann kontert eben. Okay, Attack und Death quasi hochgerechnet 80% hört sich verdammt nochmal wenig an. Als ich das zuerst gelesen habe, dachte ich mir, nein, das kann nicht sein. Aber ich muss hier, beziehungsweise ich werde nicht voreilig urteilen, weil das ist erstmal nur auf Papier. In der Praxis sieht das Ganze noch ein bisschen anders aus. Denn, Freunde, so ein Charakter besteht nicht nur aus den Boosts, die er durch die Pässe bekommt. Massively raises Attack und Death, in dem Fall bei der 18 Key für seinen Angriff, ist 100%, Freunde. Das ist ein Boost von 100%. Heißt, das sollte man auf gar keinen Fall unterschätzen, vertraut mir. Also unterschätzt das ja nicht nur, weil hier Attack mit 80% steht. Sie haben auch gutes Set, sag ich mal, beide Charaktere. Aber was dann besonders an ihnen ist, ist ihre Active Skill. Ist ihr Active Skill, um es besser zu sagen. Denn ab Anbeginn der vierten Runde des Kampfes können sie einmalig ihren Active Skill aktivieren. Wenn sie das machen, steigern sie temporär. Ich weiß nicht, wie viele Runden das sind. Hier wurde mit temporär übersetzt. Steigern sie temporär oder beziehungsweise Goku in dem Fall seinen Angriff und macht Ultimate Damage. Heißt, wenn er seine Active Skill aktiviert, bekommt er eine neue Super Attack. Eine neue Ulti. So ähnlich wie in Legends, dass sie dann quasi den finalen Angriff bekommen. Heißt, dieser Boy hat eigentlich drei Super Attacks. Und mit der Super Attack von seiner Ability, von seinem Active Skill, macht er Ultimate Damage. Das ist ein neuer Multiplier. Das sollte, ich weiß es nicht, aber Ultimate sollte höher als Mega Colossal sein, Freunde. Heißt, mit diesem Active Skill ist er nur einmalig pro Kampf, macht aber verdammt nochmal viel Schaden. Wie gesagt, nicht unterschätzen, bitte nur wegen der Pace 80% Attack und Death. Die SA Multiplayer spielen eine sehr hohe Rolle und eben Active Skill. Die Charaktere sind auf ihren Active Skill ausgelegt. Wir gucken uns aber gleich an, wie sein Active Skill aussieht. Links sind Super Saiyan, Saiyan Rock, Kamehameha, Prepare for Battle, GT4's Battle, Legendary Power. Er verliert Shocking Speed für Legendary Power. Könnte vielleicht ein bisschen wehtun, viele Charaktere haben Shocking Speed, er hat aber immer noch Prepare for Battle und GT, sag ich mal. Katruisa vertreten Pure Saiyan, Gokus, Lineage und Shadow Dragon Saga. Vegeta, um ehrlich zu sein, quasi, das ist sein Artwork. By the way, die Artworks, das sind die Artworks, wenn ich mich recht entsinne, sehr ähnlich zu den Fan-Artworks, beziehungsweise zu dem, was letztens geleakt wurde. Aber sie sind sehr, sehr ähnlich zu den damaligen Fan-Artworks. Jedenfalls, Vegeta ist vom Super Strength-Type, wie gesagt, Typen wurde geändert. Und bei ihm ist eigentlich mehr oder weniger Gegenteil von dem, was Goku drauf hat. Vegetas Lineage-Kategorie gibt der Key plus 3 auf die HP 130%, Attack und Def 170% oder Super Strength-Charakter in Key plus 3 HP Attack und Def 120%. Mit der ersten Super Attack erhöht er seinen Angriff massively, auch 100% für eine Runde, macht Colossal Damage. Mit der zweiten Super Attack erhöht er seinen Angriff und die Verteidigung für eine Runde auch um massively, also auch um 100% und macht mega Colossal Damage. Passive ist umgekehrt, bei ihm ist halt, er hat 80% direkt immer und muss seinen Angriff aufbauen und das Maximum ist dann auch hier 80%. Könnte ein bisschen schade sein, weil der wird dann nicht direkt von Anfang an den Schaden machen, den Goku macht, sage ich mal. Der muss es quasi aufbauen, bei Goku ist andersrum. Aber ähnlicher Teil, jedes Mal, wenn er seine Ki erhöht, um ein Strength Orb oder Rainbow Orb bekommt er Key plus 2, heißt er wird auch easy auf seine Ultra Super Attack kommen, hat auch die Chance gegnerische Super Attacks zu dodgen und zu kontern. Es sind Super Attacks, wie gesagt, nur Super Attacks. Ich weiß gar nicht, ob ich bei Goku was anderes gesagt habe, aber sie haben natürlich wie die Vierfachen davor nur die Chance, 30%ige Chance, die gegnerischen Super Attacks zu dodgen und zu kontern. Sein Active Skill ist wie Goku ab Anbeginn der vierten Runde einmalig, kann das aktivieren, erhöht auch temporär seinen Angriff massively und macht Ultimate Damage gegen den Gegner. Ich bin echt drauf gespannt, was für Zahlen da fliegen werden. Links sind Super Saiyan, Saiyan Raw, Prepare for Battle, Saiyan Pride, GT, Fierce Battle, Legendary Power. Er ist in den Kategorie Pure Saiyans, Vegetas, Lineage und Shadow Dragon Saga. An der Stelle Shadow Dragon Saga einfach mal 2 LR bekommen. Lasst mich auf jeden Fall wissen, was haltet ihr von den beiden Jungs, Freunde. Unterschätzt das nicht mit der Passive, nur weil da Attack und 80% steht. Die Multiplayer spielen auch eine sehr große Rolle. Dann haben wir das Dokumenting von AGL Trunks. Wie gesagt, was ändert sich danach bei ihm? AGL Tech und Physikcharakter gibt der Key plus 3 HP, Attack und Def 70%. Erhöht greatly seine Verteidigung für eine Runde, macht Supreme Damage. Passive ist folgendermaßen: auf den Angriff bekommt er 20%, auf die Verteidigung 10% pro Key, den er einsammelt. Das ist schon ein hoher Boost, 20% auf den Angriff. Zusätzlich dazu, pro Rainbow Key, den er einsammelt, bekommt er weitere 7% auf den Angriff und Key plus 1 für jeden Rainbow Key. Links sind Super Saiyan Royal, Lineage, Golden Warrior, Cold Judgment, GT, Prepare for Battle, Fierce Battle, Katruisa vertreten, Hybrid Saiyan,
wirklich das Lineage Desire for the Dragon Balls. Dann haben wir den physisch Goku, Goku GT. Sein Awakening ist sehr, sehr gut. All Types gibt der Keepster HP Attack Nerf 70%, erhöht seinen Angriff. Kann sich immer permanent stacken, macht Supreme Damage. Passive hört zu. Key plus 3, Attack plus 100%, wenn die Key 9 oder drüber sind. Verteidigung plus 120% und Crit Chance plus 40% für 4 Runden, nachdem er eine Super Attack gestartet hat. Richtig geile Passive. Links in Golden Warrior Saiyan Lineage, Super Saiyan, All in Family GT, Prepare for the Fierce Battle. Pure Saiyans, Goku's Lineage sind die Kategorien, in denen er vertreten ist. Unser Boy Majin Vegeta Shenkai hat auch seinen Rebirth bekommen. Vegeta's Lineage-Kategorie gibt der Ki plus 3 HP Attack 120%, gar nicht mal so schlecht. Oder Shen Charakteren Ki plus 3 90%, Great Erase Attack für eine Runde und macht Supreme Damage. Change A Gale Orb in Strength Ki und pro Attack und F plus 17% pro Ki-Sphere, den er einsammelt. Das haben sie, glaube ich, geändert. Es sei denn, ich irre mich gerade. Ich weiß nicht, ob es davor Strength war oder nicht. Kann mich irren. Sorry, es ist wirklich sehr spät. Tut mir leid, ich versuche mich auch auf jeden Fall zu raffen, um das nicht allzu lang zu halten. Jedenfalls Attack und F plus 17% pro Kieser, den er einsammelt. Und wenn er gegen einen Goku's Lineage Kategorie Gegner kämpft, dann bekommt er zusätzlich Attack und F plus 3% pro Kieser, den er einsammelt. Links in Super Saiyan, Saiyan Warrior Race, Saiyan Pride Over the Flash, Royal Lineage, Supreme Power, Shattering Limit, Kategorie zu vertreten, Pure Saiyan, wie das Lineage, Resurrect Warriors, Majin Buu Saga, Gegenspieler Goku Argel, Super Saiyan 2 Angel, Goku's Lineage, Ki plus 3 HP Attack und F 120% oder AGL Charakter in Ki plus 3 90%, erhöht seine Verteidigung greatly für eine Runde, macht Supreme Damage, Change Strength Orb in, also Strength Orbs in AGL Orbs, richtig, und bekommt auf den Angriff 17%, auf die Verteidigung 7% und hielt sich um 7770 HP pro Orb, den er einsammelt. Wenn er gegen einen Vegeta's Lineage Kategorie Gegner kämpft, dann bekommt er zusätzlich Attack und F 3% pro Ki, den er einsammelt. Golden Warrior, Super Saiyan, All in Family, Saiyan Warrior Race, Prepare for L, Supreme Power, Shattering Limit, Kategorie zu vertreten, Pure Saiyans, Goku's Lineage, Resurrect Warrior und Majin Buu Saga. Jedenfalls haben wir noch quasi die zwei letzten Awakenings hier an der Stelle. Einmal für den physisch Vegeta, nach seinem Awakening geht er der Vegeta Family Kategorie Ki plus 3 HP Attack 120% oder physisch Charakter in Ki plus 3 90%, macht Supreme Damage, erhöht seinen Angriff und Verteidigung, kann das immer stacken. Wenn er gegen einen Goku Family Gegner kämpft, bekommt er auf den Angriff 60%, Ki plus 1 at Start of Turn bekommt er jedes Mal, wenn er quasi eine Runde bekommt oder reinkommt, bekommt er Ki plus 1 auf den Angriff und auf die Verteidigung 90%, wenn er eine Super Attack startet, also das ist separat, Attack und F 90%, wenn er eine Super Attack startet, und wenn die HP 60% oder drunter sind, bekommt er zusätzlich Ki plus 6 auf die Verteidigung 60%, Saint Warrior Rates, Royal Lineage, Saint Pride, Prodigies, Prepare for Battle, Over 9000, Shattering Limit, Pure Saints, Desire for the Dragon Balls, Vegeta's Lineage und sein Gegenspieler Kai und Goku. Sehr schöne Artworks auf jeden Fall. Goku's Lineage, Ki plus 3, 120% oder Tech-Charakter, Ki plus 3, 90%, Supreme Damage, Race, Attack und Death, ebenso wie bei Vegeta. Er bekommt auf die Verteidigung 60%, wenn er gegen einen Vegeta-Family-Gegner kämpft, Ki plus 1 jedes Mal, wenn er in die Runde reinkommt, Attack und Death plus 90%, wenn er Super-Attack startet, wenn die HP 60% und runter sind, bekommt er Ki plus 6 auf die Verteidigung 60%, links in Z-Fighter, All in Family, Saiyan Lineage, Kammer mehr, Shocking Speed, Over the Flash, Shattering Limit, Kategorie Pure Saiyan, Goku's Lineage, Full Power. Die Rebirths der Charaktere sind gar nicht mal so schlecht, kann man auf jeden Fall nutzen. Danach der von dem physisch Goku bin ich sehr zufrieden. Freunde, das ist das Artwork. Natürlich Shoutout an alle Mann hier, Kowai, an die ganze Liga, vor allem an Goresh für die Übersetzung. Das ist das SSR Artwork von Super Saiyan 4 Goku. Leko Mio sieht das geil aus mit dem Osaru im Hintergrund, Golden Osaru. Was ich ein bisschen schade finde, ist, die sind halt logischerweise komplett auf, also Super Saiyan 4, sage ich mal. Vegeta auf der anderen Seite sieht so aus, SSR, TUR, und dann hier an der Stelle seine LR-Version. Und genau, dann gucken wir uns hier erstmal an der Stelle die ganze Animation an von den Charakteren, Freunde. Lasst mich auf jeden Fall wissen, was haltet ihr von den Charakteren, was wir quasi gerade besprochen haben. Lasst euch von der Passive nicht irritieren, aber wenn wir uns das Ganze mal kurz ansehen, was sie hier noch drauf haben. Let's go. Das ist jetzt quasi die erste Super Attack. Lasst uns gerade in Ruhe angesehen und dann sage ich quasi was dazu. Sieht nett aus, sage ich mal. Warum nicht, kann man mitnehmen. Also ich bin jetzt auf jeden Fall am Anfang geschockt, die Artworks, die kamen mir sehr bekannt vor, sei es aus dem Fanmade oder das, was geleakt wurde letztens. Ich sag gleich was dazu. Das ist jetzt sein Konter, werden viele von euch kennen. Das ist sein Konter quasi, ja, Full Power Goku sein Konter, kennen viele von euch. Ultra Super Attack. Ja, es ist halt wie ein GT, wie gegen Omega Shenlong, wie ein GT. Ja, okay. Gar nicht mal so schlecht. Jetzt kommt sein Active Skill.
Bam. Wenn er es aktiviert, bekommt er seine Ultimate. Und die aktiviert er dann. Das sieht geil aus. Das sieht geil aus. Also bei der Active Skill bin ich mir sicher, man kann das nicht auf Speed 2 stellen. Sondern das wird quasi dann so gelassen wegen den Voices. Ganz ehrlich, Freunde. Irgendwie, vielleicht spreche ich nur für mich, aber irgendwie kann auch sein, dass ich vielleicht ein bisschen, ja, verwirrt bin, weil es gerade Nacht ist nach dem Film, sage ich mal, Dragon Ball Super Broly Film. Aber irgendwie, finde ich, haben sie es ein bisschen zu einfach gemacht. Von den Animationen her, mit den Supertexten etc. Das jetzt von Vegeta sein konnte, auch ähnlich wie bei Full Power Goku. Die Ultra Super Deck von den beiden Jungs, die hat mich nicht so geflasht, um echt zu sein. Sieht schön aus, aber irgendwie ist das na klar ähnlich. Aber ich weiß nicht. Ich will jetzt nicht Falsches sagen, aber irgendwie finde ich, haben sie es ein wenig einfach gemacht. Sie haben halt die Karten komplett auf ihren Active Skill gelegt. Die Active Skill Animationen sind gar nicht mal so schlecht. Aber selbst da hätte man vielleicht ein bisschen geiler was machen können. Zum Beispiel, das hat kein Hintergrundbild, so sag ich mal. Sieht ein bisschen komisch aus, um ehrlich zu sein. Guck mal, das ist so kein schönes Hintergrundbild. Wow. So. Warum ist das schwarz? Warum ist das Hintergrundbild schwarz? Ich weiß, Freunde, die Charaktere an sich sind brutal. Die beiden werden wirklich sehr, sehr starke Charaktere. Wenn nicht sogar die zwei stärksten Charaktere. Das sollte man echt nicht unterschätzen, nur wegen dem Attack und F80%, weil die Multiplayer sind sehr, sehr hoch. Wie gesagt, ich bin auf jeden Fall drauf gespannt, wie das in der Praxis sein wird. Aber ein, zwei Sachen habe ich vielleicht ein bisschen zu viel erwartet. Sie wurden auf die Active Skills ausgelegt. Das ist mir bewusst, ist mir klar gewesen, was die neue Mechanik ist. Transformationsmechanik haben sie nicht. Bisschen auch logisch, weil Super Saiyan 4 direkt sind. Hätte mir vielleicht dennoch beides gewünscht. Und ich hoffe, dass in Zukunft Charaktere beides bekommen. Sowohl Transformationsmechanik als auch Active Skill. Leader Skill leider nur eine Kategorie, aber sollte man nicht unterschätzen. Kategorie ist auf jeden Fall sehr gut vertreten. Und wie gesagt, lasst euch auf jeden Fall wissen, was ihr von den Karten haltet, von den Charakteren haltet. Bin auf jeden Fall drauf gespannt, wenn sie online kommen. Ich wünsche auf jeden Fall eine schöne Zeit, Freunde. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be around.